Okay, hallo Leute, ich bin's Kurupeko und auf zur zweiten Folge von Ovari no Seraph, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Ich hab wie hieß es, diesen Block jetzt einfach mal A-Log genannt, ne, wie Audio-Log und Anime-Audio-Log. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall Anime-Block. Ja, das soll jetzt erstmal der Name sein für diese Rubrik. Und jetzt kommt die zweite Folge von Ovario Seraph und mein Gedanke, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon angerissen. Die hat mir doch dann nicht mehr so gut gefallen. Die erste Folge war ja noch echt, hab viel gehofft so, aber die zweite schließt direkt an der ersten im Grunde genommen an. Dings ist frei, Yu ist aus dieser Höhle, Vampirhöhle herausgekommen, in die Arme von anscheinend Überlebenden in einer zerstörten, schneebedeckten Japan. Und jetzt finden wir raus, wer diese Leute sind. Und zwar sind das, wie werden die sich genannt? Die Dämonenarmee. Ich weiß nicht mehr genau. Die Dämonenarmee des Imperiums Japan oder sowas. Und das ist ja halt ihr Ziel, die Dämonen zu vernichten. Also, beziehungsweise die Vampire zu vernichten. Ja. Und jetzt geht's halt los, ne? Jetzt sieht man halt direkt, der Cut ist im Grunde genommen zu einem Teil, zu einer Szene, die ich ziemlich cool fand, wo dann so komische. Was waren das so? Wie haben sie genannt? Apokalyptische Reiter, glaube ich. Das waren so weiße Pferde, Federmonster. Ich weiß auch nicht genau. Und auf jeden Fall kämpfen die dann so mit ihren Soldatenuniformen gegen. Also anscheinend gibt es ziemlich viele Leute, die haben auch alles Munition, sind anscheinend organisiert. Und kämpfen, er kämpft dann halt gegen dieses Monster. Und da ist halt wieder das Erste, was mir dann direkt wieder aufgefallen ist. Wie gesagt, in der ersten Folge, er war ja noch ein Kind, hatte er diese Einstellung: Ich brauche keine Freunde, aber eigentlich kenne ich doch für meine Freundin, ja, ich weiß nicht. Und genau diese Einstellung hat er halt auch in der zweiten Folge. Ich weiß nicht genau, das ist halt ein mega Zeitsprung. Ich glaube, dann 5 Jahre, wo er dann da in der Armee dann anscheinend drin ist. Und dann geht dieses Monster kämpfen und dann steht er alleine gegen dieses Monster, während seine Leute da stehen bleiben. Keine Ahnung, warum er so stark ist, aber. Es ist ja auch egal, auf jeden Fall geht es einfach darum, dass er dann halt alleine da reinspringt, das wieder so ein. Ach, es ist einfach kein bisschen Charakterentwicklung. Weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie, ich hätte mir irgendwie gedacht, nach so einem Erlebnis, wenn dann alle seine Freunde im Grunde vor ihm abgeschlachtet werden, das muss doch irgendwie traumatisierend sein. Und dann genauso zu sein wie vorher, fände ich doch schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich dachte mir vielleicht, wird das hier jetzt in der Folge, das waren die ersten 3 Minuten, wo das dann erzählt wurde, vielleicht wird es in der Folge besser, aber es wird noch schlimmer, denn danach cuttet das Ganze. Und dann war das wohl alles so ein Flashback und dann sitzt er da in der Schule. Ja, genau, er sitzt in der Schule. In der ersten Folge geht die Welt unter und alle seine Kinder werden umgebracht. 5 Jahre Zeitsprung, er sitzt in der Schule. Da habe ich mich erstmal gefragt, warum? Und ja, es ist im Grunde genommen der erste Satz, der ist mir so im Kopf eingebrannt. Dann gehen zwei Leute an ihm vorbei und dann sagen sie: Oh, lasst uns doch noch Eis essen gehen. Und ich dachte mir, gut, irgendwie hat das jetzt alles aus dem Fenster geworfen, was ich jetzt erwartet hatte, was jetzt in dieser Folge passiert, aber. Na gut, im Grunde genommen, was ich dann. Die ganze Folge dreht sich jetzt im Grunde darum, dass er, da sieht man auch direkt die nächste, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, so eine lilanhaarige, in der nächsten Folge fällt sie mir bestimmt wieder ein. Ist dann halt da und sie ist anscheinend das Sprachrohr für diesen General, ich glaube Guren oder so hieß der. Und Yu soll halt Freunde finden, sonst darf er nicht in die Armee eintreten, in diese Spezialkommando zum Vampire töten. Anscheinend ist das so aufgeteilt in komische Pferde, hier apokalyptische Reiter töten und Vampire töten. Da darf man nur rein, wenn er Freunde findet. Und ja, ihr, ne, habt schon gemerkt, mit der Einstellung, die Erde an den Tag legt, geht das natürlich nicht, wenn er dann versucht, die ganze Zeit das Arschloch zu spielen. Und jetzt, ja, es dreht sich die ganze Folge im Grunde darum, dass er Freunde findet, aber er will ja nicht. Und dann hat er so einen Typen, der wird gemobbt die ganze Zeit. Und der will auch in die Armee, weil irgendwie wer umgebracht wurde. Und er sagt so: Nein, du darfst nicht, so schwache Leute wie du können nicht da rein und bla. Und dann im Grunde genommen läuft dann darauf hinaus, dass er dann gegen ein Dings kämpft. Gegen einen Vampir. Gegen einen Schwachen, der auch was, warum auch immer, plötzlich da ist. Das habe ich echt nicht verstanden, warum auf einmal dieser Vampir da ist. Anscheinend ist das ein ziemlich schwacher Vampir, weil er hatte auch die Anziehsachen wie diese viehgezüchteten Kinder. Vielleicht spielt er später darauf an, dass dann diese Kinder zu Vampiren werden, irgendwie so. Auf jeden Fall, ja, wird er dann da, kämpft er dann gegen dieses Monster und dann, ja, wir ein paar Sachen haben wir dann gemerkt. Also erstmal, es gibt dann es gibt. Na, wie heißt es? Es gibt, ne, diese Armee, genau, die für Japan kämpft. Es gibt anscheinend wieder Schulen, also es gibt eine richtige, ja, Society, wollte ich fast sagen, eine richtige Gesellschaft haben sie sich wieder aufgebaut. Warum auch immer gerade Schulen mit Uniform und allem. Ich weiß, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall das. Und
Und es anscheinend, Vampire können nicht getötet werden mit normalen Waffen, denn Yuichiro kämpft mit einer normalen Waffe gegen diesen Vampir und es hat nicht funktioniert. Und anscheinend, wenn die Blut saugen, dann werden sie halt, wie, da kann man sich schon denken, werden sie halt geheilt. Und dann kommt halt im Grunde genommen, hat er dann gemerkt, dass er den Vampir nicht töten kann mit seiner Waffe. Und dann kommt halt natürlich zum perfekten Moment dieser Guren wieder und tötet die mit seiner ganzen Einheit, würde ich da nochmal sagen, mit seiner ganzen Mond-Dings-Einheit. Die dann auch genau dann so stehen, als ob sie eine Boygroup, die sie halt nur davor gestellt haben, als ob sie ein Cover werden soll, so eine Vorstellung. Ja, wir sind die Badasses hier in der Serie. Aber gut, er tötet das Monster wie mit einem Dämonenschwert oder so, ich weiß nicht genau. Und dann sagt er, ha, ne, mit kleinen Freunden. Achso, übrigens, dieser Typ, der gemobbt wurde, der hat ihn dann am Ende im Grunde genommen gerettet, also unterstützt im Kampf gegen den Vampir. Und der ist im Prinzip sein Freund. Das ist so ein, ja, so ein kleiner, ängstlicher Typ, der dann als zu seinen Freunden wird. Alles ein bisschen wirr, wie ich das jetzt gerade erzählt habe, aber eigentlich hat die Folge auch echt nicht viel Inhalt. Also im Grunde genommen geht es, wie gesagt, es geht nur darum, dass er einen Freund findet. Er hat einen Freund gefunden in diesem weinerlichen, gemobbten Typen. Und jetzt geht anscheinend diese Dings los, diese, ja, wie heißt diese Ausbildung zum Militär. Zum Militär, diese Spezialeinheit, die Vampire tötet. Und das ist im Grunde schon alles. Was halte ich von der Folge? Ich fand sie ehrlich gesagt nicht gut. Also ich fand, das hat schon wieder so viele Sachen, so viel Potenzial, was damit weggeworfen wird, im Grunde genommen, finde ich. Das ist alles wieder, ist wie total generisch schon wieder. Es hat mich total, das hat mich unglaublich an, wie hieß es noch, an Blue Exorcist, an Aaron Exorcist, das mich erinnert. An diesen Anime, wo auch dieser Hauptcharakter auch so im Grunde den gleichen Charakter hat, auch immer nur so tut, als ob er keine Freunde hätte und ach, und im Endeffekt hat er doch welche und. Ja, und dann dieses ganze Schulgedöns. Ich hätte mir da echt schon irgendwie so was Postapokalyptisches gewünscht, aber diese Gedanken kann ich jetzt rauswerfen. Anscheinend ist das jetzt ein ganz normaler Schulanime mit Vampiren, wo die Kinder Superkräfte haben. Und es jetzt irgendwie erklärt ist, dass die Kinder nur kämpfen, weil ja nur die 13-Jährigen überlebt haben. Also jetzt sind sie anscheinend alle ein bisschen älter, aber es ist halt immer noch ein bisschen Jugend da drin. Ach ja, und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, das Intro, das ist ein Arsch. Das Intro ist echt bescheuert. Das ist schon allein, also im Grunde genommen, wenn man schon das Dings sieht, das Cover von der Serie, dann sieht man schon im Grunde von der ersten Folge gespoilert, weil nämlich dort Mika erwachsen gezeigt wird. Also kann da ja wohl nicht tot sein, was ich auch irgendwie bescheuert finde. Warum niemanden töten, wenn man in der nächsten Folge direkt wiederbelebt? Schon allein mit der Tatsache, dass die sowieso nur eine Folge Screentime, 5 Minuten Screentime hatten und das sowieso keinen interessiert, aber den dann sowieso wieder zu beleben. Das ist alles so ein bisschen. Ich finde die erste Folge, das ist. Jetzt, wo ich die zweite Folge gesehen habe, die erste Folge kommt mir eher so vor, als wäre es so ein Tease gewesen. So ein, ach, guck, so, das ist richtig geil. Und in der zweiten Folge merkst du dann, es ist im Grunde was ganz Generisches. Ein ganz normaler. Es ist im Grunde ein Anime. Es ist nichts Besonderes. Das hat man alles schon tausendmal gesehen und überall schon besser. Wobei, die Animation ist sehr gut. Das kann man dem schon. Und der Song vom Intro finde ich auch gut, aber das ist ja. Das hilft der Serie halt auch nicht besser zu werden. Großartig. Vielleicht die Animation, aber das Intro auf keinen Fall. Ja, Folge 2. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber wir werden sehen. Es geht weiter. Ich werde weiter gucken. Ich werde weiter euch auf dem Laufenden halten. Kommentiert, liked, subscribed und so weiter. Bis dann.